Bruckner war ganz gern im Kremstal im Sommer zu Gast und war da sehr gern bei den Sensenschmieden des Kremstales. Man darf sich das so vorstellen, dass das wirklich fast großbürgerliche Haushalte waren, wo selbstverständlich im Wohnzimmer ein guter Flügel gestanden ist, wo selbstverständlich die Kinder Musikinstrumente gelernt haben. Das dürfte Bruckner alles sehr angesprochen haben. Und vielleicht nicht ganz unwesentlich, das Essen war hervorragend. Und die Sensenschmieden waren bekannt dafür, für das reichliche und üppige Essen. Von seiner Seite war das wahrscheinlich sommerfrische Urlaub. Das ist immer in den Sommermonaten gewesen. Das heißt, der war natürlich interessiert, dass das auch spannende Leute sind, mit denen man reden kann, mit denen man musizieren kann. Die Sensenschmiede waren interessanterweise die meisten sehr musikalisch. Was überraschend ist, weil das ja ein unglaublich lautes Gewerbe war und ja eigentlich alle hammertärisch waren, also sehr schwerhörig. Es ist auch der erste Musikverein in Oberösterreich in Micheldorf gegründet worden von der Familie Zeitlinger. Heute besteht der immer noch als Musikkapelle in Micheldorf. Es ist die älteste Blasmusik, die wir haben im Land. Bruckner wollte dann die Burg Alt-Bernstein sehen und man ist dann in der Früh aufgebrochen. Er hat aber dann nach kurzer Zeit schon gesagt, das wird ihm irgendwie zu stark, hat sich ins Gras gesetzt, hat ins Philosophieren angefangen und hat gesagt, wenn es mich jetzt nicht aufverzahlt, dann gehe ich nicht mehr weiter. Vom Vorabend ist ein Gesöchz überliefert und ein Landelbirnmus, das hat vielleicht eine Rolle gespielt. Jedenfalls wollte er einfach nicht mehr weiter und er hat gesagt, wenn es mich da nicht aufverzahlt, dann komme ich nicht mehr auf. Die zwei jungen Männer haben den Bruckner dann Engel getragen. Die haben so die Hände übers Kreuz da und haben den mittig in die Mitte genommen und haben den beleibten Bruckner da aufvertragen. Auch diesen Karl Zeitlinger, der den Bruckner da angeblich aufvertragen hat, das war einer dieser jungen Männer, hat meine Oma noch ganz gut kennt. Der war dann später Mundartdichter und das war eben ein Onkel von ihr. Und auf der Burg hat der Förster mit seiner Frau gewohnt, der Förster Wischenbart. Und der hat hin und wieder, also eher widerwillig, Leute durch die Burg geführt. Der Bruckner muss sich da unglaublich interessiert haben für alles, was da drinnen war. Wollte jede lateinische Inschrift auf jedem Bild entziffern. Muss ein eher rustikaler Typ gewesen sein, der Förster. Weil je begeisterter der Bruckner war und je sentimentaler er geworden ist, umso grantiger ist der Förster geworden. Und wollte eigentlich nur mehr, dass der komische Kauz wieder verschwindet. Natürlich waren wir auch in der Burgkapelle im Zuge dieser Burgführung. Und der Bruckner als tief religiöser Mensch hat sich das nicht nehmen lassen, dass er da in ein Gebet versunken ist. Hat dann ein Ave Maria angestimmt, also auch das ist überliefert, und ist immer sentimentaler geworden und wollte dann als Höhepunkt noch und als Abschluss noch das Burgverlies sehen. Es gibt in der Burg Alt-Bernstein dieses alte Verlies, der als Hundezwinger genutzt worden ist, und da wollte einfach die Dunkelheit dann erleben. Und hat dann im Laternenschein, sind sie dann da runtergerollt. Der Bruckner wollte dann unbedingt die Dunkelheit erleben und hat sich dann in einen von diesen Verliesräumen einsperren lassen und hat dann zu seinen Begleitern gesagt, jetzt löscht bitte das Licht aus, und ist dann minutenlang in völliger Finsterheit da im Verlies gesessen, wollte einfach erleben, wie das ist. Und bevor es dann zu unheimlich geworden ist, nämlich wahrscheinlich weniger für den Bruckner als für seine Begleiter, haben sie ihn dann wieder rausgezerrt aus dem Raum. Und er muss dann eigentlich, er muss dann geschrien haben, Resurrexit. Ich bin wieder auferstanden. Ein Bericht davon schildert dieses Eingesperrtsein sogar relativ dramatisch, so dass Bruckner fast nicht mehr herausgefunden hätte und aufgrund seiner Leibesfülle dort festgesteckt gewesen wäre. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Jedenfalls dürfte er mit einem sehr kräftigen Resurrexit, erst auferstanden, wieder seinen Weg aus dem Verlies gefunden haben.